Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem kleinen vorweihnachtlichen Labervideo. Die Ankündigung, mein altes Manga-Talk-Format wieder zu beleben, ist auf sehr viel positive Reaktionen gestoßen. Das hat mich sehr gefreut. Ich habe ja versprochen, dass ich immer mal so unter den Wochen die Themen mitschreibe, zu denen ich was sagen will. Jetzt war es allerdings so, dass sich in den letzten Wochen nicht so wirklich Themen ergeben haben, weshalb ich jetzt sagen würde, wir schauen einfach mal bei den Sachen, die mir noch so einfallen und dann gucken wir mal, ob da ein sinnvolles Video bei rauskommt. Thema Nummer 1, was ich schon ein bisschen länger mit mir herumschleppe und wo sich irgendwie auch keine Lösung dazu anbahnt, ist die schlechte Kommunikationspolitik einiger Verlage. Insbesondere die von Tokyopop, was den Bereich Verschiebungen angeht, und allgemein mittlerweile anscheinend die von Egmont. Bei Tokyopop insgesamt ist es so, dass sich nach den ganzen Querelen um die ganzen Abgänge bei den Tokyopop-Mitarbeitern mittlerweile im Forum wieder so halbwegs sowas wie Kontinuität eingestellt hat. Ja, der I Love Shoujo-Blog wird ja mittlerweile auch wieder relativ regelmäßig betrieben. Und was sehr, sehr gut ist und was Tokyopop sehr, sehr sichtbar macht innerhalb dieser ganzen Kommunikationssachen, finde ich persönlich, ist halt wirklich ihre gute Instagram-Arbeit, befeuert durch Redakteure, die ihre Instagram-Kanäle noch zusätzlich in ihrer Freizeit betreiben. Dass das schon gut funktioniert, haben wir schon bei Kai Schwarz im Manga-Forum bei Carlsen gesehen. Wenn du einen Redakteur hast, der sich da auch in seiner Freizeit ab und an mal mit beschäftigt, und auch ab und an noch so ein paar Tipps geben kann oder mal die eine oder andere Frage mit beantwortet, dann staut sich nicht so viel auf den offiziellen Kommunikationskanälen und es macht die Kommunikationspolitik des Verlages sogleich ein kleines bisschen besser. Hat bei Tokyopop auf jeden Fall geklappt. Allgemein, nur wo es nicht geklappt hat, ist bei den Verschiebungen. Und es ist ja nun wirklich so, bei Tokyopop akkumuliert sich Verschiebung nach Verschiebung nach Verschiebung und es ist nicht so wie bei Carlsen, dass wir zum Beispiel, wenn wir jetzt das Fairy Tail Harvest Artbook hatten, das jeden Monat einfach ein Monat dazu kam, weil da, und sie schreiben ja zu, Materiallieferung verzögert, redaktionelle Verzögerung, druckfehlerhaft oder sowas, und dass es sich jedes Mal einen Monat nach hinten verschiebt, sondern bei Tokyopop ist es einfach so, dass Manga, und zwar mittlerweile sehr viele Manga, einfach aus ihren Veröffentlichungslisten verschwinden und wenn man nicht nachfragt, erfährt man nie wieder was, was eigentlich mit diesem Manga passiert ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel sich die letzten beiden und die prominentesten beiden Beispiele anschaut, die aktuellen beiden Bände von Yona, die jetzt verschoben wurden, Band 15 und Band 16, da ist es halt wirklich so, dass einfach immer nur gesagt wird von Verlagsseite, wenn danach gefragt wird, ja, die Bände sind auf unabsehbare Zeit verschoben und man weiß nicht, wann sie denn eigentlich jetzt erscheinen werden. Was ich ein bisschen eine schlechte Auskunft finde, wenn man es nicht weiß, wann sie erscheinen, okay, aber es sollte wirklich auch so ein bisschen mehr wie bei Carlsen immer dazu gesagt werden, warum erscheinen sie nicht. Und es scheint Probleme jeweils doch immer mit den Magazinen zu sein. Bei Tokyopop wissen wir jetzt so ein bisschen halboffiziell, bei den Yona-Bänden zumindest, dass es irgendwie daran liegt, dass sie einfach das Material aus Japan nicht bekommen. Warum bekommen sie es nicht? Das ist irgendwie auch nicht so richtig klar. Aber auf jeden Fall führt das leider dazu, dass sich schon eine ganze Menge Reihen aufgestaut haben bei Tokyopop. Und das nicht ganz so witzig ist, weil es sehr viele Reihen natürlich auch betrifft, die allgemein ja sehr, sehr gut angesehen sind, auf die sich viele Leute gefreut haben. Das betrifft ja ein sehr weites Spektrum an Reihen auch. Und ja, auf jeden Fall finde ich das sehr, sehr, sehr schade. Und dann kommen wir zu unserem Fall Nummer 2 und es ist Egmont. Und Egmont ist ja mit der Begründung aus dem Comic-Forum gegangen, man möchte sich mehr auf die Kommunikation über ihre anderen Social-Media-Kanäle spezialisieren. Und nun ist es aber so, wenn man Egmont mal anschreibt, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, und mal gerade zur Zeit der Programmankündigung die eine oder andere Frage hatte, es ist egal, ob man das auf Twitter getan hat, auf Facebook getan hat, man hat einfach nie eine Antwort bekommen. Also beziehungsweise, wenn man 5, 6 Mal was gefragt hat, hat man vielleicht einmal eine einteilige Antwort bekommen. Und das ist so ein bisschen, bei Egmont, finde ich, ist es die letzten Monate irgendwie immer auffälliger geworden, dass man anfragen kann, wo man will und es ist einfach egal, weil man bekommt einfach bei Egmont keine Auskünfte mehr. Man kann Egmont auch irgendwie zurzeit als einzigen Verlag, also sie haben ja eine eigene Webseite, wenn ich das finde noch, und dann kann ich das mal in der Infobox verlinken, wo ihr theoretisch auch Manga-Wünsche hinschicken könntet.
Aber Egmont hat als einziger Verlag irgendwie kein Thread dafür oder nie irgendwas gesagt, wie man das ihnen am besten zum Beispiel schicken soll. Oder ja, also dass es diesen Thread halt eigentlich gibt über die Egmont-Webseite, das wird auch nicht wirklich gut kommuniziert. Und man hat jetzt wieder, finde ich, bei Manga-Kalt gesehen, wie viel das bringt, wenn ein Verlag einfach fragt, welche Lizenzen die Leute halt wirklich wollen. Bei Manga-Kalt und auch bei Kase, die sich auch immer so ein bisschen zurückhalten, was die Kommunikation angeht, aber bei denen man halt auch mal gesehen hat, ja, sie sind durchaus interessiert. Bei allen anderen funktioniert das ja sowieso, bei allen Verlagen, die im Comic-Forum sind, ist es ja relativ einfach, weil ihr da immer eigene Threads habt, denen ihr das schicken könnt. Bei Ultraverse war es noch ein bisschen schwierig, aber auf der anderen Seite ist es so, weil sie halt nicht im Forum sind und auch im Prinzip keinen eigenen Link dafür haben, aber sie haben immer, finde ich, relativ klar kommuniziert, wenn ihr einen Wunsch habt, dann schreibt den einfach dem jeweiligen Redakteur, der dafür zuständig ist. Und also ich muss halt wirklich sagen, das habe ich ein, zwei Mal gemacht und es hat immer super funktioniert. Man hat immer super eine qualifizierte Antwort bekommen bei Ultraverse. Außer sie sind eigentlich wirklich sehr gut, was diese ganze Kommunikationspolitik-Geschichte angeht. Außer jetzt so ein bisschen über die Weihnachtszeit oder über die Zeit, wenn sie gerade ein Programm ankündigen, weil da merkt man halt, dass sie super, super im Stress sind. Aber ansonsten sind sie halt wirklich, bekommt man innerhalb von normalerweise 2, 3, 4 Stunden eigentlich auch immer eine Antwort. Naja, und deswegen finde ich, fällt Egmont halt da immer noch mehr ab, was diese Kommunikationsgeschichte angeht. Und das ist sehr, sehr schade, weil es irgendwie im Manga jedoch ein Medium ist, finde ich, bei dem man merkt, wenn sich, ja, wenn von dem Verlag nicht viel kommt, dann wird sich das langfristig auch bei den Sales bemerkbar machen, denke ich. Weil es halt wirklich ein Medium ist, bei dem Leute auch viel erfragen wollen. Bei dem auch nicht immer mal alles angekündigt ist. Was man bei Egmont halt sehr positiv hervorheben muss, ist, dass sie diese Verschiebungssachen kaum haben, die ja Tokyopop und Carlsen haben. Bei Egmont kommt eigentlich immer das meiste dann, auch wenn sie es angekündigt haben. Auf der anderen Seite, was natürlich auch ein bisschen unschön ist, ist halt, dass die schlecht laufenden Serien halt gar nicht erst angekündigt werden und sie die dann deswegen auch nicht verschieben müssen, weil es kommt ja nie ein Band. Aber auf jeden Fall finde ich das schade, dass man nicht wenigstens einen Social-Media-Kanal hat bei Egmont, bei dem wirklich regelmäßig und schnell mal Fragen abgearbeitet werden. Und das ist auf jeden Fall was, was ich finde, was sie im nächsten Jahr verbessern sollten. Dann sind wir so ein bisschen bei Anliegen Nummer 2. Und das ist jetzt so von mir an euch so ein bisschen was, was immer mal durch Instagram oder auch so verschiedene, ja, YouTuber, Podcasts oder so, immer mal so ein bisschen als Frage so im Raum stand. Und zwar, warum sammelt man eigentlich Manga? Und wie baut man am besten seine Manga-Sammlung auf? Das eigentlich eher noch. Und zwar immer so in diesem Zwiespalt, kauft man viel? Kauft man das, was selten ist? Kauft man das, was vielleicht günstig zu bekommen ist? Oder kauft man das, was einem wirklich gefällt? Und hier kann ich nur von meiner eigenen Position sagen, dass ihr bitte, 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 ihr könnt euch ja gerne ausprobieren, wenn ihr breit gefächerte Interessen habt, dann versucht doch wirklich auch viele Manga und wenn sie euch nach dem ersten Band nicht gefallen, dann vertauscht ihr sie halt oder ihr sammelt die Serien halt trotzdem noch weiter, ist ja dann euch überlassen, aber sammelt wirklich nur das, was euch gefällt, sammelt keine Sachen, weil sie sehr günstig sind und ihr da sehr viele bekommt, sammelt keine Sachen nur, weil sie selten sind, weil sie irgendwie einen großen Namen haben und sie euch eigentlich aber überhaupt nicht gefallen und vor allen Dingen macht euch wirklich klar, was euch gefällt. Gerade wenn ihr Anfänger seid, dann ja, schaut euch doch mal wirklich solche Manga an. Das ist vielleicht das Mainstream auch gar nicht mal das Schlechteste. Solche Manga vielleicht wie The Promised Neverland. Außer ihr mögt halt wirklich nur Romance-Sachen oder so, dann werdet ihr vielleicht bei dem Manga auch nicht ganz so gut bedient. Aber ansonsten ist das, denke ich, ein super Manga für Einsteiger, die jetzt vielleicht nicht erst 12 sind oder noch jünger, sondern doch ein kleines bisschen älter. Aber weil das wirklich sehr viele Sachen verbindet, sehr, sehr spannend zu lesen ist, sehr, sehr interessant auch zu lesen ist. Und ja, kauft euch verschiedene Sachen durch die Genre. Lasst euch nicht irgendwie abhalten von irgendwelchen Bezeichnungen von wegen, das ist eher für die weibliche Zielgruppe, das ist eher für die männliche Zielgruppe. Ihr könnt es vielleicht im Hinterkopf behalten, aber kauft nicht einen Manga deswegen nicht, obwohl er euch vom Inhalt oder vom Zeichenstil total anspricht, nur weil halt männliche oder weibliche Zielgruppe draufsteht und ihr das in dem Moment nicht seid. Tut euch das nicht an, weil es ist wirklich wichtig, dass ihr die Sachen auch kauft, die euch wirklich interessieren, die euch ansprechen, weil ihr sonst auch keinen Spaß daran habt, die Sachen zu lesen. Und was ich mir persönlich noch nie erschlossen hat,
warum man sich Manga kauft, wenn man dann eigentlich ohnehin keine Lust hat, die zu lesen. Also dieses Sammeln um des Sammelns wegen. Also ich finde es jetzt nicht schlimm oder so, aber ich kann es halt nicht nachvollziehen, weil ich finde halt das Beste am Manga-Sammeln ist halt einfach die Geschichte dahinter zu entdecken, in diese Geschichte einzutauchen, in diese Welt, die Beziehungen der Charaktere und da halt einfach, ja, also wirklich seinen Alltag einfach abzuschalten in dieser Geschichte und sich so ein bisschen treiben zu lassen. Und es fällt einem einfach alles weg, wenn man die Geschichte halt einfach gar nicht erst lesen will, weil man einfach keine Lust darauf hat. Und deswegen sammelt nicht auf Masse, kauft nicht 50 Manga oder 100 Manga, wenn ihr keine Lust auf die Serien habt und eigentlich also euch vielleicht nur 2, 3 Serien wirklich interessieren und ihr eigentlich lieber die kaufen wollt. Und das passt eigentlich ganz gut mit Punkt Nummer 3 zusammen. Was ich jetzt auch so ein bisschen mitbekommen habe, ist, dass manche Leute anscheinend sich so ein bisschen unter Druck gesetzt fühlen, auf YouTube und Instagram viel zu kaufen. Als ich das so das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, irgendwie kann ich nachvollziehen, woher dieser Gedanke kommt und also warum sich so ein Druck so ein bisschen aufbaut. Aber auf der anderen Seite will ich einfach sagen, tut es nicht. Also es ist wirklich nicht so, dass ihr eine bestimmte Anzahl Manga kaufen müsst im Monat oder um, was weiß ich, für euer Selbstwillen oder um euren Account am Laufen zu halten oder was weiß ich, um vielleicht den Leuten ein weites Reinspektrum zu präsentieren oder um halt irgendwie mithalten zu können, tut es nicht. Kauft auf jeden Fall nicht mehr, als ihr euch wirklich leisten könnt und als ihr euch wirklich leisten wollt. Lasst euch da auf jeden Fall nicht verleiten. Und es ist wirklich nicht so, dass man, wenn man mehr kauft, irgendwie ein besserer YouTuber oder Instagrammer ist, als jemand, der weniger kauft. Also absolut überhaupt nicht. Und wie gesagt, macht immer die Geschmackskontrolle. Wenn ihr glaubt, dass es euch gefällt, dann ist es auf jeden Fall ein guter Kauf. Und nur auf Menge kaufen ist keine gute Idee. Und dann ganz zum Schluss noch ein paar Sachen aufgrund der aktuellen, ja, Lizenzen, die jetzt alle rausgekommen sind, gab es wieder so die Diskussion, die gibt es eigentlich bei jeder Lizenzrunde. Was zu Mainstream? Trauen sich die Verlage was? Welcher Verlag traut sich was? Erwartet man von diesem Verlag eigentlich was anderes? Das betrifft vor allen Dingen solche Verlage wie Manga Cult hat das sehr, sehr stark betroffen, dass halt ihr erstes Programm doch sehr ungewöhnlich war, so muss man ja wirklich sagen. Und jetzt immer mehr Lizenzen nachgekommen sind, die auch nicht so die Mainstream-Lizenzen sind, aber die deutlich schon eine größere Zielgruppe ansprechen. Manche Leute finden das sehr gut, wie ich zum Beispiel, weil ich fand, ihr erstes Programm hat mich persönlich halt so vom Stil halt überhaupt nicht angesprochen. Während ich jetzt sagen muss, dass für mich jetzt eine ganze Menge Lizenzen nachgekommen sind in den letzten Sachen. Manche finden das aber auch irgendwie, ja, also jetzt dann schon ja zu Mainstream oder zu weit weg von ihrer ursprünglichen Prämisse. Und das ist persönlich eine Position, die ich nicht so unbedingt nachvollziehen kann. Aber da ist es natürlich so, jeder hat da seine eigene Interpretation, seinen eigenen Geschmack. Und ansonsten ist es auf jeden Fall so, die Verlage, die immer schon ein bisschen mehr in die Mainstream-Richtung tendiert haben, lizenzieren das natürlich weiter. Man kann aber eigentlich nicht sagen, finde ich, dass jetzt ein Verlag, der schon immer sich so ein bisschen, ja, immer so ein bisschen was getraut hat, dass der auf einmal jetzt immer in die Mainstream-Richtung mehr rückt. Das ist, finde ich, jetzt auch nicht so unbedingt der Fall. Also, wenn man sich zum Beispiel Carlsen anschaut, was wieder so, sie haben eigentlich wirklich schon seit Jahren immer dieselbe Strategie, sie haben diese Mainstream großen Shonen-Franchises und diese super, ja, spezielle Seinen-Sparte auf der anderen Seite, weshalb sie eigentlich immer beides sehr gut bedienen. Ansonsten, wie gesagt, ob man sehen wird, dass sich dieser Einzelbände- und Kurzserientrend fortsetzen wird, da bin ich sehr gespannt, aber da werden wir wohl noch ein Programm mindestens warten müssen, um das zu sehen. Und es ist ja auch so, ich weiß nicht, inwieweit ihr so die verschiedenen Interviews immer mal verfolgt, da sind gerne mal Manga Cult oder Ultraverse immer mal so die Ansprechpartner und da hatte ich jetzt mal was gelesen, da wurde Manga Cult interviewt, bin mir allerdings nicht mehr sicher, von welchem Comic-Magazin das war und sie haben halt gesagt, man muss halt immer bedenken, Deutschland ist halt nicht Frankreich, dass halt schon ungewöhnlichere Titel oder auch sehr, sehr lange Serien wie beispielsweise Kingdom bei uns dann nicht unbedingt eine Chance hätten und ja, auf jeden Fall, ist es ja wirklich so, Leute, die eher weniger was mit Mainstream-Manga anfangen können, die schauen ja im Regelfall eher nach Frankreich oder nach Italien, weil dort irgendwie die Käuferschicht noch mehr an solchen Serien interessiert ist.
und da auch noch mehr solche Manga lizenziert werden, was viele auch damit verorten, weil halt zum Beispiel Frankreich ja eine sehr, sehr große Comic-Kultur auch hatte, bevor sie halt diesen Manga-Hype auch hatten. Und Deutschland halt im Gegensatz wird halt gesagt, eigentlich immer eher nicht. Da waren halt Comics eher sowas für Jüngere. Auf jeden Fall würde ich aber schon sagen, dass vor allen Dingen auch gerade mit den beiden neuen Verlagen Manga Cult und Ultraverse sich doch durch nochmal eine ganz schöne Durchmischung des Lizenzenpools so ergeben hat. Ultraverse hat ja auch, klar haben sie auch wirklich so im Prinzip, man würde sagen, sehr, sehr erfolgreiche Titel lizenziert, bei denen man das auch absehen konnte, also große Mainstream-Highlights, zumindest in anderen Staaten wie Made in Abyss oder Kakegurui. Aber sie haben halt auch sehr stark diese Comedy-Sparte, beziehungsweise Comedy-Fantasy, Comedy-Romance, Comedy-Slice-of-Life, also alles, was so Comedy mit anderem Genre gemischt ist, was bis jetzt großartig noch niemand bei uns lizenziert hatte, weil es bei uns, also in allen Versionen, die man da schon probiert hat, einfach absolut nicht gut gelaufen ist. Und trotzdem hat Ultraverse da ja sehr, sehr viele Titel im Angebot, was das angeht. Und das finde ich schon auch interessant, dass sie da wirklich in den Programmen wirklich so darauf setzen, weil das heißt ja auch, dass sie da wirklich einen Schwerpunkt sehen, also was sich halt auch noch gut verkaufen könnte. Diese Titel sind definitiv halt auch schon mal eine Ergänzung für den Markt, also was man auch vorher nicht hatte. Auch natürlich die Sachen gerade so von Mangaka, die aus ihren ersten Programmen sind, die hat man so natürlich jetzt auch lange nicht gesehen. Und auch, dass sie halt diesen Markt etabliert hatten für teurere Editionen, also dass halt standardmäßig im Prinzip Manga im Großformat halt dort veröffentlicht werden und ja auch halt mindestens dann 10 Euro kosten, teurere Hardcover. Also das sind ja Sachen, an die hat sich ja auch jahrelang im Prinzip keiner getraut. Und man sieht ja, dass es auch ganz gut gelaufen ist eigentlich bei Manga Cult. Auf jeden Fall würde mich dazu auch sehr, sehr eure Meinung interessieren. Wie fühlt ihr euch so vertreten? Findet ihr, es gibt so viele Mainstream-Lizenzen auf dem Manga-Markt? In welchem Bereich sollten sich die Verlage auf jeden Fall noch mehr trauen? Josei-Bereich ist immer noch ein bisschen unterrepräsentiert, aber auch noch andere Sachen. Ich muss halt sagen, also die Leute, es gibt ja sehr viele Leute, die auch sehr auf den englisch-amerikanischen Markt verweisen und sagen halt, da wird sehr viel interessante Sachen lizenziert. Finde ich persönlich leider nicht so unbedingt. Also ich finde auch dort für mich eher weniger was. Es bringt sicherlich vielen Leuten was, die gerne Light Novel lesen, aber das ist halt jetzt auch nicht so mein Vorderstes. Und ansonsten interessieren mich leider eher von ihren Lizenzen häufig Digital-Only-Lizenzen, die ich mir allerdings dann auch nicht kaufen würde, weil ich sie halt, ja, Digital-Only bringt mir nicht unbedingt wirklich was, finde ich persönlich, spricht mich das nicht so an. Und ich stelle mir halt meine Sachen, gerade wenn sie so tolle Cover haben, dann eher wirklich lieber in Papierform ins Regal, als dass ich mir jetzt da ein Digital-Only-Exemplar kaufen würde. Und ja, welchen Manga, den ihr halt eher so für ein bisschen außergewöhnlich haltet, welchen würdet ihr euch auf jeden Fall noch so für Deutschland wünschen? Und nehmt ihr da immer ja sehr rege dran teil, wenn mal die Verlage fragen, ja, welche Titel wünscht ihr euch denn? Und ja, schreibt ihr das den Verlagen dann auch? Oder glaubt ihr, das hat nicht so viel Sinn? Insgesamt wäre das ja auch interessant zu wissen, ob ihr glaubt, dass das Sinn macht oder nicht, dass die dann auch sich da auch damit beschäftigen. Aber ich denke, gerade so die kleineren Verlage beschäftigen sich da auf jeden Fall mit. Aber man hat es auch zum Beispiel bei Carlsen gesehen, dass da auch sehr, sehr viel auf die Wünsche der Kunden eingegangen wird, durchaus. Und ansonsten würde ich sagen, was das mit diesem Video. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben oder euer Abo da. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare weitere Themenvorschläge schreiben, weil, wie gesagt, ich bin immer auf der Suche nach Themen. Manchmal ergibt sich halt was so aus dem, was man so liest oder mitbekommt, manchmal aber auch eben nicht so sehr. Und dann ist es so, dass dieses Video ein klein bisschen zeitversetzt kommen wird, weil, wenn ihr das mitbekommen habt, ja, mein normaler Upload-Rhythmus ist ja Montag, Donnerstag, 16 Uhr. Das ist aber in der nächsten Woche sehr ungünstig, denn Montag ist der 24.12. und da glaube ich nicht, dass es sehr viel Sinn macht, ein Video hochzuladen. Und vor Weihnachten habe ich natürlich auch nicht die Zeit, so viele Videos zu produzieren, was heißt, dass das Video am 24. leider ausfallen wird. Die anderen Videos dürften aber am 27. und am 31. regulär kommen, also zumindest, wenn ich alles schaffe, wie ich mir das so vornehme. Wie gesagt, ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit und bis zum nächsten Video. Tschüss!